Kapitel 44 Wort Jahwes, das zu Jeremia kam und für alle Judäer bestimmt war, die sich in Migdol, Tachpanes, Memphis und in Oberägypten niedergelassen hatten. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Ihr habt das ganze Unheil gesehen, das ich über Jerusalem und alle Städte Judas gebracht habe. Nun liegen sie in Trümmern und sind menschenleer. Das haben ihre Bewohner durch ihre Bosheit verschuldet. Sie haben fremden Göttern Räucheropfer gebracht und ihnen gedient, obwohl weder sie noch ihre Vorfahren sie kannten. So haben sie mich zum Zorn gereizt. Immer wieder habe ich meine Diener, die Propheten, zu euch geschickt, immer wieder von Neuem. Tut doch nicht diese abscheulichen Dinge, die ich hasse, sagte ich. Aber niemand hörte auf mich. Sie haben sich nicht darum gekümmert und sind nicht umgekehrt, sondern haben weiterhin diesen Göttern Räucheropfer gebracht. Da ließ ich meinem Zorn freien Lauf. Sie bekamen meinen Ärger zu spüren. Er brannte in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Noch heute liegt alles in Trümmern. Niemand wohnt mehr dort. Und nun spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels: Warum richtet ihr solch ein großes Unheil gegen euch selbst an? Warum rottet ihr euch selber aus, Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, bis keiner von euch mehr übrig bleibt? Mit eurem Tun schaufelt ihr euch das eigene Grab. Auch hier in Ägypten, wohin ihr ausgewandert seid, bringt ihr fremden Göttern Räucheropfer. Ihr selbst rottet euch aus und macht euch für alle Völker der Erde zum Fluch und zum Gespött. Habt ihr denn all das Böse vergessen, das eure Väter getan haben, die bösen Taten der Könige von Juda und ihrer Frauen? Habt ihr auch eure eigenen bösen Taten vergessen, die ihr und eure Frauen in Juda und auf den Straßen Jerusalems getan habt? Bis heute haben sie sich nicht gebeugt. Sie fürchteten sich nicht und leben nicht nach meinen Weisungen und Geboten, die ich euch und euren Vorfahren gegeben habe. Darum spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels: Passt auf! Ich bin entschlossen, Unglück über euch zu bringen, das zur Ausrottung von ganz Juda führt. Ich werde den Rest von Juda wegraffen, nämlich alle, die unbedingt nach Ägypten auswandern wollten. Hier im Land Ägypten sollen sie fallen, durch Schwert und Hunger sollen sie aufgerieben werden, vom Kleinsten bis zum Größten. Durch Schwert und Hunger sollen sie sterben. Sie sollen zum Fluch und zu einem Bild des Entsetzens werden, zur Verwünschung und zum Gespött. So, wie ich Jerusalem bestraft habe, mit Schwert, Hunger und Pest, werde ich es auch mit denen tun, die in Ägypten wohnen. Unter dem Rest von Juda, der nach Ägypten ausgewandert ist, wird es keine Überlebenden geben, keine Entkommenen, die nach Juda zurückkehren, obwohl sie sich danach sehnen, wieder dort zu wohnen. Nur Einzelne werden es schaffen. Alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen fremden Göttern Räucheropfer brachten, und alle Frauen, von denen viele dabei standen, und das ganze Volk, das jetzt in Oberägypten wohnte, erwiderten Jeremia: Was du uns da im Namen Jahwes gesagt hast,
wollen wir nicht hören. Nein, wir werden genau das tun, was wir versprochen haben. Wir werden der Himmelskönigin Räucheropfer bringen und Trankopfer spenden, wie wir es früher in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems getan haben, genauso wie unsere Väter, unsere Könige und Oberen. Damals ging es uns gut. Wir hatten genug zu essen und blieben von Unglück verschont. Seitdem wir aber aufgehört haben, der Himmelskönigin Räucheropfer zu bringen und Trankopfer zu spenden, geht es uns in jeder Hinsicht schlecht, und wir werden durch Schwert und Hunger aufgerieben. Und wenn wir der Himmelskönigin Räucheropfer gebracht und Trankopfer gespendet haben, haben wir das dann etwa ohne unsere Männer getan? Haben wir vielleicht ohne ihre Zustimmung Opferkuchen nach dem Bild der Himmelskönigin gebacken und ihr Trankopfer gespendet? Jeremia erwiderte dem Volk, den Männern und Frauen, die ihm so geantwortet hatten: Eben dieses Räucheropfer ist es, das ihr in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems gebracht habt, genauso wie eure Väter, eure Könige und Oberen und das ganze Volk des Landes. Das ist es, was Jahwe bis ins Herz getroffen hat. Er hat es wohl gemerkt und konnte euer abscheuliches und bösartiges Tun nicht mehr ertragen. Darum ist das Land ein menschenleeres Trümmerfeld geworden, zum Fluch und zum Entsetzen. Gerade weil ihr Räucheropfer gebracht und gegen Jahwe gesündigt habt, weil ihr nicht auf Jahwes Weisung gehört, euch nicht nach seinem Gesetz, seinen Ordnungen und Mahnungen gerichtet habt, ist dieses Unheil bis heute über euch gekommen. Jeremia sagte zum ganzen Volk, besonders zu den Frauen: Hört das Wort Jahwes hier in Ägypten, ihr Leute aus Juda. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Ihr Männer und Frauen, ihr haltet, was ihr versprochen habt. Ihr sagt: Wir wollen unsere Gelübde erfüllen, die wir abgelegt haben. Wir wollen der Himmelskönigin Räucheropfer bringen und Trankopfer spenden. Nun gut, dann haltet eure Versprechen und erfüllt eure Gelübde. Aber hört auch, was Jahwe euch sagt, ihr Judäer in Ägypten. Passt auf! Ich habe bei meinem großen Namen geschworen, spricht Jahwe. Keiner von euch in Ägypten soll je wieder meinen Namen in den Mund nehmen und sagen: So war Jahwe, der Herr lebt. Denn ich wache über sie aber nicht mehr zum Guten, sondern zum Bösen. Alle Judäer in Ägypten sollen durch Schwert und Hunger aufgerieben werden, bis sie vernichtet sind. Nur wenige werden dem Schwert entkommen und aus Ägypten wieder nach Juda zurückkehren. Es wird ein ganz kleines Häuflein sein. Doch der ganze Rest von Juda, der nach Ägypten ausgewandert ist, wird erkennen, welches Wort sich bestätigt: meins oder ihres. An folgendem Zeichen, spricht Jahwe, werdet ihr erkennen, dass ich euch an diesem Ort zur Rechenschaft ziehe und dass meine Drohungen ganz gewiss eintreffen werden. So spricht Jahwe. Passt auf, ich werde Pharao Hofra, den König von Ägypten, seinen Todfeinden in die Hände fallen lassen. So wie ich König Zidkia von Juda seinem Todfeind König Nebukadnezar von Babylon ausgeliefert habe.